Frage ist, wie haben Sie die Autoren für die Anthologie gefunden? Haben Sie, welche, was waren die Kriterien? Also da, ja, es gibt also selbstverständlich also nicht nur diese Autoren, die jetzt also an der deutsch-tschechischen Grenze sozusagen schreiben. Wir haben auch ursprünglich also darüber nachgedacht, dass wir Autoren auswählen, also die quer, also durch also mit einem tschechischen Hintergrund, also die auch auf Englisch schreiben, auf Französisch schreiben. Es war wichtig natürlich, dass sich die Autoren ein Thema aussuchen, dass sie nicht also etwas ganz anderes schreiben. Einige haben sich viel länger an das Thema übertragen als andere. Ich hatte einen ganz kurzen Text, einen einseitigen Text über diese, das war die Passage, wo das Mädchen durch den Schlossgarten geht und sich da vorstellt, war einfach da ihre Fantasie spielen lässt. Das war eigentlich auch mein Schulweg auf den Trag, so ein verlottetes Schlösschen. Also heute ist doch leider eine amerikanische Firma, wie das so geht. Aber das war so eine ganz kurze Passage, die ich irgendwo hatte, noch nicht irgendwo zugeordnet. Und dann kam diese Anfrage und dann hat sich plötzlich alles von dieser einen Seite wie von selbst entwickelt. Seit jedem heiligen Abend kann ich das weihnachtliche Glockengeläute nicht aufstehen. Ein Jahr später, am 24. Dezember 1949, genau um 15 Uhr, ich habe den Tag und die Stunde nicht vergessen, wartete ich an der Ecke der Narodi Straße und des Molaukais unter dem Fenster des Café Slavia auf Marie Havlitschkova, eine junge Dame aus Mikow, genau wie ich, ein bourgeoises Element, die es wohl als einzige in dem damals proletarisierten Fragen wagte, einen Hut mit Schleier zu tragen.